Herzlich willkommen bei Kurz erklärt Feuerwehrtechnik. Mein Name ist Felix und heute geht es um Mehrzweckstrahlrohre. Das heißt Mehrzweckstrahlrohr, weil man mit dieser Art von Strahlrohren verschiedene Strahlen erzeugen kann. So wäre Vollstrahl und so wäre Sprühstrahl. Und das hier ist die Position Stopp, da geht dann gar kein Wasser mehr durch. Das Mehrzweckstrahlrohr ist eine Armatur zur gezielten Abgabe von Löschwasser. Es dient zur Brandbekämpfung und, sofern sie mit einer Mannschutzbrause ausgestattet ist, auch zum Schutz gegen Wärmeeinwirkung. Es gibt BM, CM und DM Strahlrohre. Das M steht hier für Mehrzweck. Die Durchflussmenge von diesem D-Strahlrohr mit Mundstück sind 25 Liter die Minute. Ohne Mundstück fließen hier 50 Liter die Minute durch. Bei dem C-Strahlrohr fließen mit Mundstück 100 Liter die Minute durch. Ohne Mundstück fließen hier beim C-Strahlrohr 200 Liter die Minute durch. Beim B-Strahlrohr fließen mit Mundstück 400 Liter die Minute durch. Ohne Mundstück fließt beim B-Strahlrohr 800 Liter die Minute durch. Des Weiteren haben wir in der Feuerwehr auch Hohlstrahlrohre. Da haben wir hier ein C-Hohlstrahlrohr und hier ein D-Hohlstrahlrohr.